Das ist das Vectro S20 von Koga. Ich bin der Bene vom Radfahrmagazin und das Rad schauen wir uns jetzt zusammen an. Was ist da passiert? Wo ist der Akku hin? Er ist nicht wie sonst im Unterrohr, denn das ist schön schlank gehalten, sondern Koga baut den Akku hier direkt unter den Sattel. Das soll die Massen zentralisieren und das merkt man auch beim Fahren. Also das Rad ist sehr schön agil, das ist sehr gut ausbalanciert. Hat eine Besonderheit mit sich, oder es bringt eine Besonderheit mit sich, dass man nämlich einmal den Sattel abklappen kann, um den Akku rauszunehmen. Wer das nicht machen möchte, nutzt einfach die externe Ladebuchse. Zweite Besonderheit am Koga ist die Schaftfederung. Also es ist keine Federgabel, sondern die Gabel an sich ist starr, sondern die Federung ist direkt am Gabelschaft, hat 40 mm Federweg und das funktioniert ganz gut. Was ist das überhaupt? Das ist ein Trekkingrad, umfangreich ausgestattet, Lichtanlage, Gepäckträger, Schutzbleche. Aber in der Vectro-Serie oder von Koga in den Trekkingrädern ist das das sportlichste Modell. Es ist jetzt wirklich kein Sportrad, aber man sitzt leicht nach vorn gebeugt, obwohl es trotzdem aufrecht ist. Also bequem, tourentauglich und trotzdem hat man ganz gutes Gespür für den Untergrund und auch für die Fahrt, wo man hinlenkt. Koga setzt hier auf ein Shimano-System rundherum. Also der Motor ist ein EP6, der hat 85 Newtonmeter Drehmoment. Akku in dem Fall 500 Wattstunden, es gibt aber auch eine 630 Wattstunden Version. Auch die Bedieneinheit und das Display kommt von Shimano, genauso wie die Bremse und auch die Schaltung. Das ist eine 11-Gang-Kettenschaltung, die funktioniert sehr schön weich. Die Bremse arbeitet auf einem ähnlichen Niveau, die ist gut dosierbar, die ist knackig, aber es ist eben kein Sportfahrrad. Die Bedieneinheit sitzt relativ weit weg vom Griff. Das kann man jeder für sich wahrscheinlich nochmal ändern, ist aber jetzt nicht top ergonomisch. Dafür überzeugt das Display mit einer guten Ablesbarkeit. Es ist einstellbar vom Winkel und es zeigt auch alles in Farbe an. Noch mehr Ergonomie und eine schnelle Verstellbarkeit bringt Koga mit dem Vorbau, der eben in der Höhe verstellbar ist, wenn man mal den Fahrer wechselt oder einfach mal ein bisschen anders drauf sitzen möchte auf dem Rad. Dazu noch ein Rahmenschloss für den schnellen Abstecher vom Bäcker zum Beispiel. Und Koga bietet hier hinten auch am Gepäckträger noch ein Gurt, ein Expander, um was schnell festzuspannen und selbst die Luftpumpe ist dabei. Kommen wir zum Fazit. Das Koga Vectro S20 ist ein komfortables Rad, was aber trotzdem leicht sportlich angehaucht ist, mit einigen Besonderheiten. Die Ausstattung ist komplett, ihr müsst auf nichts verzichten. Dafür verlangt Koga 4.400 Euro. Wir finden das Rad sehr gelungen, vergeben 92 Punkte und damit die Note sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da und ich sage bis bald. Ciao.